Und zwar lege ich jetzt einmal die Muster her. So, das sind jetzt einmal die. Dazu, ich habe es absichtlich dieses Mal erst auf Farbe aufgetragen, damit ihr wirklich seht, die kann man auch auf Farbe verwenden. Ja? Und zwar habe ich es einmal auf die 1061, auf die 1067, auf die 1059 und auf die 1031 aufgetragen. Das sind alles die Color-Up-Farben. Ja. Hi Nadine, hi Jana, Monika, Servus. So, und zwar habe ich es auf zwei verschiedene Arten aufgetragen. Ihr müsst nämlich nicht immer nur die Pigmente reiben. Ihr sollt eine schnelle Nailart machen können, und zwar geht es super genial einfach in die Inhibitionsschicht tupfen. Dazu nehmt ihr am besten immer einen weichen Pinsel. Hi Melanie. Einen weichen. Hi Barbara. Einen weichen Pinsel her. Könnt ihr in zwei verschiedene Arten. Gibt es das im Nagelhaben? Das ist jetzt meiner für Farbpigmente zum Auftragen. Deswegen ist der jetzt auch schon leicht lila. Und das ist der, mit dem, wo ich die ganzen Holopigmente, Aurora und so weiter in die Inhibitionsschicht tupfe. Ja? Das sind ganz weiche Lidschattenpinsel, die gingen super dafür. Ja, so, und jetzt zeige ich euch, jetzt muss ich gerade schnell da rein noch schauen, was für Pigmente das sind. Ja, und zwar, das ist jetzt dieses Pigment, ich glaube, das ist die Nummer 2 im Shop, genau kann ich es jetzt halt nicht sagen, ich habe es leider nicht beschriftet, hätte da sein. Schande über mein Haupt. Auf jeden Fall ist es dieses hammergeile Pigment. Schaut es mal her. Das ist auch das Pigment, wo ich auf meine Nägel drauf habe. Das ist jetzt nur auf Make-up-Gel auftragen. Die Nummer 2. Danke, Annette. Schaut es her. Das ist mega geil. Ist jetzt da auf Aprikot aufgetragen und zwar einmal in die Inhibitionsschicht getupft und einmal mit dem Pigmentgel in die eingerieben, so muss ich sagen, nicht in die Inhibitionsschicht gerieben, sondern eingerieben ins ausgehärtete Pigmentgel. So, und jetzt diesen Effekt. Diesen veränderten Effekt erzielt ihr mit Schwarz. Also ihr seht wirklich, egal auf was für eine Farbe das ihr auftragt, verändert. Und auch die Lichtverhältnisse verändern die Farbe. Ich habe es euch eh an meine Nägel habe ich euch schon ein Foto gezeigt, mit wenig Licht und mit Studiolicht, was das für einen Effekt hat. Nämlich die werden dann chrom. Aber das zeige ich euch, wenn ich euch jetzt dann alle vier gezeigt habe. Dann zeige ich euch die schwarz aufgetragenen nur im Dämmerlicht. So, das war jetzt einmal die Nummer 2. Dann, das darf die Nummer 3 sein. Das ist ein gelbes, goldenes. Schaut her, machen wir jetzt da auf. Also wie gesagt, ihr kennt es mit den Pigmente, so geile Effekte machen, Farbverläufe und so weiter. Die haben wirklich mega, mega genial. Und das geht halt jetzt eher so in die gelb-goldene Richtung. Deswegen habe ich das eben aufs Gelbe aufgetragen. Und da könnt ihr eben so wunderschöne Frühlingsnägel damit zaubern. Eben wieder in die Inhibitionsschicht und einmal aufs Pigmentgel und dann mit dem Eternity Glossy versiegelt. Also ich finde das so mega hammer genial und dann eben nochmal auf Schwarz und da seht ihr schon wie chromig das wird auf dem Schwarz.
Also es sind halt Chrompigmente, Holochrompigmente, und die kommen halt ganz extrem zur Geltung auf Schwarztöne oder auf Schwarz oder Dunkelblau oder auf ganz kräftige dunkle Töne. So, als nächstes haben wir ein Fliederfarbnis. Das seht ihr schon, es leuchtet da schon so Flieder. Und deswegen habe ich mir gedacht, passt perfekt zu diesem Ton dazu. Und habe es eben wieder aufgetragen. Genau, noch ein paar Blümchen drauf brushen und ein saucooler Effekt ist da. Wieder die Mitte ist wieder Inhibitionsschicht und außen ist wieder aufs Pigmentgel gerieben. So, und jetzt mache ich euch das noch auf. So, schaut mal. Also ein wirklich super, super schöne Pigmente. Also die haben echt ein Must-Have. So. Im Tüterl haben in der Regel zwei Applikatoren drin. Also waren es zumindest bei mir. Ich habe schon immer einen gesündigt und raus da. Und das ist jetzt halt auf Schwarz wieder. Es ist die Lila. Es ist doch ein mega geiler Effekt. So, mal die schwarze. So, und jetzt das letzte ist jetzt, ihr seht es wieder, es schimmert, das mache ich mal raus, es schimmert blau. Und deswegen habe ich mir gedacht, perfekto für blau zum Auftragen. Da muss ich mal aufmachen, seht ihr es nochmal. Also es schimmert wirklich total schön ins Bläuliche hinein. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Oh je! So, das freut mich. Und jetzt hat einmal wieder aufgetragen. Wieder die Farbe, Inhibitionsschicht und Pigmentgel. Ja? Das ist den Unterschied, seht ihr. Und ihr könnt eben beide Sachen hammergeil machen. Auch viele Kundinnen von mir sagen, können wir noch ein bisschen einen Eyecatcher drauf machen? Dann sage ich, kein Problem. Tupfen wir einfach in die Inhibitionsschicht nur etwas Pigment und ihr habt einen saugeilen Effekt. Dann noch matt versiegeln. Das kommt absolut oberaffen turbogeil, sage ich euch. Hab ich's da? Muss ich nicht schauen. Nein, habe ich jetzt nicht. Ich habe euch ja das letzte Mal gepostet gehabt mit den Rosen. Weiß jetzt nicht, wo ich das wieder hinzaubert habe. Egal. So, und das ist jetzt halt eben als Blau. So, und jetzt nehme ich euch einmal ganz kurz aus der Halterung raus. Ich möchte euch nämlich diese vier Farben jetzt halt im Dämmerlicht zeigen. Und dazu muss ich, oder ich schaue mal schnell, ob es, wenn ich euch drehe. Schauen wir mal, ob wir aus dem Licht rauskommen. Ja. Seht ihr das? Jetzt haben wir schon mehr ins Chrom. Und umso dunkler wir werden, umso chromiger werden wir. Und das finde ich ist ein hammer geiler Effekt. Jetzt schiebe ich es wieder zurück. Genau. Und schon haben wir wieder mehr ins Holo rein. Habt ihr es gesehen? Also es ist wirklich von den Lichtverhältnissen her, da kann ich es euch ein bisschen sagen, wird es mehr Chrom oder Holo. Je nachdem, was für Lichtverhältnisse das haben. Also mit den Pigmenten könnt ihr wirklich hammer geil spielen. Ihr könnt euch so richtig kreativ austoben damit. Also es ist wirklich Hammer. Und eben auch, wie gesagt, ich habe da das Aprikot auf, ich habe das da drauf, auf Natur. Und es ist mega schön, also wirklich,
Ihr könnt da so viel spielen und euch kreativ auslassen. Gut, jetzt räumen wir das einmal auf die Seite. Habt ihr noch Fragen zu den Pigmenten? Also Chrom, wisst ihr ja, generell Inhibitionsschicht. Und Chrom selber ist eigentlich immer schwarz. Aber durch das, dass das jetzt halt farbige Chrom haben, könnt ihr die auch hammergeil auf Farbe auftragen. Und ihr kriegt so tolle Sommernägel damit. Es ist echt mega. Gut, dann haben wir das jetzt mit den Pigmenten. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, super. Dann machen wir jetzt weiter. Und zwar mit den Eternity Colors. Eternity Colors haben wieder Farbgele in die Pinselfläschchen drin. Ohne Inhibitionsschicht, also sie härten aus und haben eine glatte, saubere Oberfläche. Kann man super verwenden, zum Beispiel auch wenn man noch drauf stempeln möchte. Ist super genial, weil man braucht nicht mehr extra glinnern, sondern kann gleich drauf weiterarbeiten. Finde ich mega, mega toll. Jetzt mal gerade schauen. 11, 12, 13, 14. Gut. Die Nummer 11 ist, wie ihr es schon seht, ich habe die Nuggets schon vorbereitet. Ein hammertoller Nude-Ton. Wirklich ein super schöner Nude-Ton. Kinds auftragen. Ich habe es jetzt auf die Nuggets auftragen. Ich zeige euch nochmal, was alles im Shop ist, was möglich ist. Und zwar die Tröpfchen zum Beispiel, wenn es oben, also ich tue es in die Schublade rein und deswegen habe ich es oben drauf. Ja? Und dazu habe jetzt ich die Nuggets genommen. Ihr könnt aber genauso die Tröpfchen nehmen oder Herzchendesign für oben drauf. Ist auch immer total süß. Und dazu tragt ihr eben auf der glatten Unterseite tragt ihr euer Farbgel auf, härtet das aus und dann einfach mit dem Patafix, mit der Klebeknete drauf. Hört ihr? Habe ich einfach mit Klebeknete drauf und kann sie so schön präsentieren. Also gibt es in Herzchen, gibt es in Tropfen und gibt es in Nuggetform. Wer es in der Schublade drin, nicht in der Schublade hat, sondern im Regal stehen hat und präsentieren möchte, gibt es jetzt im Nagelladen zwei ganz tolle neue Möglichkeiten. Und zwar einmal diese Schleifchen. Die kann man, zum Beispiel die Nadine macht das auch, Patafix heißt der Kleber auch nicht. Die Schleifchen kann man schön mit der Farbe machen, obendrauf. Und dann kann man zum Beispiel eine Seite glänzend und die andere Seite matt versiegeln. Das hat euch die Nadine schon gesagt. Schaut hammer cool aus. Ups, den schmeiße ich heute die ganze Zeit um. Zum Drauftor einfach drüber und ihr habt einen ganz einen süßen Effekt. Dann eben in Blau. Wer es eben im Regal drinnen stehen hat. Die Schleifchen gibt es eben in dem Clear oder in dem Natur. Upsi, in dem Natur. Schaut her. Gibt es die Schleifchen. Oder wer mag, gibt es auch noch eine andere Form und zwar die Blümchenform. Die ist auch zuckersüß. Und dann kann man eben entweder man tut nur das Innenleben oder nur tut nur das Mittlere. Also da könnt ihr euch wirklich freien Lauf lassen und die gibt es eben auch in Natur. Zum Präsentieren im Regal. Also da könnt ihr auch eure, zum Beispiel eure Stempellacke oder so, könnt ihr auch damit, wenn ihr die im Regal drinnen stehen habt, so super schön präsentieren.
Ja, und jetzt waren wir bei den Farben. Was für Farben haben das? Einmal ist das 11 ist ein schöner Nude-Ton. Das Blaue. Jetzt muss ich gerade schnell wieder runter da, stört mich sonst. So. Das Blaue ist ein hammerschöner Metallic-Ton. Ein wunderschönes Metallic-Blau. So, wie so ein Mitternachtsblau, so ein richtig schönes, dunkles Metallic. Das 14 ist auch wieder ein Metallic-Ton, das ist eben der Ton, den wo ich auch auf meine Nägel habe. Schaut's her. Das ist 14, das ist ein wunderschöner Ton. Und jetzt noch ein 13 dazu, das ist eigentlich derselbe Ton, nur ohne Metallic. Für alle, die wo Nude lieben, die wo so nicht Nude, Unitöne gern haben, ein mega schöner Bärenton. Ja, und die trage ich jetzt einmal mit euch auf. Und zwar trage ich den auf. Schwuppdiwuppdi. Dankeschön, Melanie. So, fangen wir mal an mit der 14. Die tragen wir mal als erstes auf. So. Und schaut mal her. Ist doch ein wunderschöner Nude-Ton. Und wie ihr seht, auch wunderschön deckend. Nehmen wir den nächsten. No. Das ist jetzt wieder der Ton, den ich drauf habe. Es ist halt wirklich auch fürs Studio, wenn es schnell gehen muss, schnelles, tolles Fullcover, nicht versiegeln müssen, weil nach dem Aushärten einen super tollen Glanz und ihr habt schon fertig. So, machen wir es wieder, zeige ich euch wieder. Doch ein mega schöner Ton, oder? Also ich liebe diese Bärentöne. So, Nummer 2 rein. Machen wir wieder mein Patafix-Klebe drauf. Gut. Dann jetzt das Blau noch. Schaut mal, was das für ein toller Ton ist. Und es reicht wirklich einmal auftragen. Und es ist voll deckend. So. Und schwuppdiwuppdi. Ist doch ein toller Ton, oder? Also ich finde die Hammer mega geil. Die haben wirklich so der Knaller. So, und jetzt das letzte noch. Zeige ich der kleine Nadine. Moment.
trage ich gerade noch schnell das Elfer auf und dann zeige ich dir das. So, da haben wir wieder. Schaut mal, das ist doch ein megamäßiger Ton. Sehr gigantisch, also die haben wirklich der Knaller. Haben noch gediegene Töne, aber ich finde die jetzt halt einfach für die Jahreszeit perfekt. Jetzt halt schauen wir mal. Du meinst Miss Infini? Na, jetzt pass auf, ich habe mein Infini versteckt. Ja. So. Nadine, guck mal her. Jetzt mache ich den nochmal auf. Also es ist ein super schöner Ton, wo man wirklich mit dem vergleichen kann. Ah, Flash Up Lady wolltest du. Flash Up Lady. Ich wieder. Ich war jetzt auf Infini, weil das ist halt alles noch ein Ton. Flash Up Lady, genau. Flash Up Lady kommt das hier. Als 13. 13 kommt ans Flash Up Lady. Guck. Also wer es in der Dose mag, nimmt sie Flash Up Lady. Wer es in der Flasche gern hat, immer griffbereit und keinen extra Pinsel braucht, nimmt das Eternity 13. Also wie gesagt, die zwei haben mega geil. Das ist ein würdiger Nachfolger fürs Infini. Weil Infini gibt es ja leider nicht mehr. Aber es ist ein würdiger Nachfolger. So, machen wir wieder alle zu. Jetzt schalten wir nochmal schnell ein, dass wirklich alles durchgehärtet ist. Gut. Bitte gerne. So. Und dann kommen wir ja zu noch was hammergeil, wo wir seit Anfang November am Testen sind oder gewesen sind, und zwar unser Atemlos. Ich kann euch jetzt halt wirklich nur mein Restchen sagen. Hey, ich habe mir das so verkniffen, das nur weiterhin herzunehmen, weil ich es ja für euch nur zum Herzen brauche. Ja, es ist wirklich nur mein Testtiegelchen, und ihr seht, ich habe auch getestet mit Glitzer. Ja? Meine Kundinnen haben alles durchmachen müssen mit mir. Es ist ein klares Gel. Seht schon, es ist wirklich kristallklar. Es ist dünn viskos. Aber es ist einfach der Hammer. Es ist super flexibel zum Verarbeiten. Jetzt bleibe ich noch einen Tipp. Machen wir es auf einen dunklen drauf, da seht ihr es vielleicht besser. Es ist super flexibel, ihr seht schon, es hat sich jetzt da sogar auf dem Pinsel schon in Form gebracht. Es hat sich geglättet und es bleibt seitenstabil und ist jetzt auf dem Pinsel drauf. Ja? Ohne irgendwas zu machen, es bleibt da, wo es ist. So, und jetzt gebe ich es eben runter auf meinen Tipp. Und es bleibt wirklich, es bleibt so, wie man es hier tut, so bleibt es. Es ist mega gigantisch. Also das ist wirklich,
Und ihr könnt das dünn arbeiten. Ihr legt es euch ab. Und dann verteilt es an die Seiten, nach hinten wird es, ihr braucht es. Zieht es nach vorne. So. So, und durch die hammergeilen Eigenschaften, wo das Gel hat, ihr könnt alle 5 modellieren. Ich habe normal immer 4 plus 1 modelliert, habe es aber genauso auch mit alle 5 probiert und geht erst rein. Ja? Wie gesagt, ordentlich modellieren. Und jetzt schaut mal. Keine Dellen, kein irgendwas. Ihr könnt das super genial verarbeiten. Teilweise nur noch buffern, Farbe drauf, fertig, ja? Ihr habt eine Zeitersparnis ohne Ende. Es ist hammergeil für kurze Nägel, sei es jetzt schnelle Studionägel, Naturnagelstärkung, zack, bum, bang, fertig, ja? Ihr könnt damit so viel machen. Ihr könnt damit verlängern. Ihr könnt genauso Stilettos damit machen, egal was für Formen, geht erst rein. Ja? Was nur ganz wichtig ist, es hat perfekte Hafteigenschaften. Was heißt das jetzt für euch? Ganz einfach, bereitet euer Nagel perfekt vor, ja? Nagelhaut entfernen und so weiter und so fort, Nagel anmattieren mit der Elektrofeile bzw. mit einem Buffer anmattieren und dann ganz einfach als Gel erst einmal eine dünne Schicht, eine Kontaktschicht, sage ich immer, auftragen. Die gegebenenfalls aushärten, muss man aber nicht und dann eben seinen Aufbau schon drauf machen. Und fertig ist ein hammergeiles hammergeiler Nagel mit wenig Aufwand, viel Effekt. So, das hört jetzt einmal aus. Ihr habt jetzt gesehen, wie lang das ich jetzt gewartet habe mit dem Aushärten, wo nichts passiert ist. Es hat eben, wie gesagt, perfekte Hafteigenschaften. Ist die neueste Generation an Gel. Natürlich auch pinchbar. Wer pincht? Ich mache es nicht im Studio, aber wer pincht, kann es gerne machen. Ja, habt ihr nur zu dem Gel irgendwelche Fragen? Wichtig ist ja bitte, weil ich das Wein gerade in der Hand habe, nehmt für jedes Modellagegel euren extra Pinsel. Das heißt, das Haftgel, zum Beispiel, das ist mein Haftgel-Pinsel. Das ist der kleine Katzenzungenpinsel, mit dem massiere ich rein das Haftgel ein. Das ist zum Beispiel mein Pinsel, wie ihr seht, fürs Acrylgel. Ja? Den nehme ich nur fürs Acrylgel her. Und eben das ist meiner für Aufbau. Ja? Gut. Also, es sind keine Fragen mehr zum Aufbaugel, zum neuen hammergeilen Aufbaugel. Dieses Gel heißt atemlos, weil es hat uns wirklich atemlos gemacht, was das für Eigenschaften hat. So, jetzt möchte ich euch aber auch nochmal, weil ich schon gerade online bin, möchte ich euch das auch noch schnell zeigen. Und zwar die Rondelle, die habe ich euch ja noch gar nicht vorgestellt. Und zwar die Halbperlenrondelle. Gibt es in allen möglichen Farben, Variationen, das sind jetzt Steinchen,
gibt es in allen möglichen Farben Variationen. In rosa, in pinkig, in grau, in schwarz, in hellblau, in mintgrün, das ist türkis, mintgrün, das ist hellblau. In hellblau, dass ihr den Unterschied seht. Ja? In Flieder und weiß gibt es zwei verschiedene. Tun wir das schnell auf die Seite. Da gibt es zwei verschiedene. Und zwar einmal haben sie nach Größen sortiert. Und die sind durcheinander. Da haben viel mehr Größen drin. Da haben 5 oder 6 Größen insgesamt drin. Pro Fächchen. Also immer wieder alle möglichen Größen zusammengewürfelt. Und da haben eben nur 3 Größen drinnen. Ja, dann haben wir noch diese tollen Teile. Dann in Bernsteinfarben. Und in, ja, das ist jetzt so cremig, Ockerfarben. Das sind die Rondelle, die es jetzt gibt. Und dann gibt es noch diese hammergeilen Strasssterndeln mit Einfassungen in Gold. Die sind auch super, super cool. Eben auch in, ja, 3 Größen haben das. Ja, 3 Größen haben das wieder. Und die tollen transparenten, die Mirror-Steinchen, die wo man auf jede Farbe geben kann und auf jeder Farbe wirken die anders, weil die keinen Untergrund haben. Also die haben transparent und deswegen haben die auch transparent auf dem Nagel, beziehungsweise dann leuchtet der Untergrund vom Nagel durch und gibt halt dann einen speziellen Effekt. Ja, das war's dann jetzt von mir. Ich hoffe, ihr habt jetzt wirklich keine Fragen mehr. Wenn noch Fragen sind, einfach drunter schreiben. Ich beantworte es euch. Die anderen Werbepartner haben genauso für euch da und beantworten es euch. Wünsche euch jetzt noch einen mega tollen Sonntag. Genießt es noch. Lasst es schön ausklingen aus Wochenende. Wir hören und wir sehen uns bald wieder. Ciao, servus, pfiat euch.